Moin Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir versuchen weiter zum Okular vorzudringen und wir wollen gar nicht lang erzählen. Einfach direkt anfangen. Jawohl, das ist das gleiche Viech. Und das hat nichts. Okay. In der letzten Folge haben wir gesehen, da lagen schon ein paar Fallmeer. Dann werden wahrscheinlich auch die Fallmeer hier gleich auftauchen. Nehme ich jetzt mal an. Ja, da hinten steht auch schon der erste. Da hinten stand der erste. Das muss ja alles seine Richtigkeit haben. Da sind alle blind. Die Guten. Ja, noch einer scheint hier erstmal nicht zu sein. Okay. Zergischer Metallbau. Sehr schön. Niederträchtige. Aha, da oben habe ich doch noch einen gesehen. Das dürfte der gleiche sein, ja. Na komm mal hier. Oh mein Gott! Du hast Pfeile dabei, wie schön. Du hattest Pfeile dabei, wie schön. Putz! Aber auch die Falmer-Pfeile können wir gebrauchen. Da will ich überhaupt nichts gegen sagen, weil, wer weiß, vielleicht wechseln wir auch irgendwann, wenn uns diese Pfeile hier ausgehen, weil ich habe ja nur noch 997, nur noch, auf die Falmer-Pfeile. Mal gucken. Darf gespannt sein. Das Einzige, worauf ich glaube ich nie wechseln werde, sind dädrische Pfeile oder Ebenerzpfeile. Nur wenn es wirklich notwendig ist, wenn irgendwie ein ganz starker Gegner da ist, dann würde ich das natürlich auch machen, aber in der Regel die standardmäßig so auszurüsten, würde ich glaube ich gar nicht machen. Vor allen Dingen hat man ja davon eigentlich auch nie so viele. Schön, was haben wir denn hier noch? Hier ist nix. Du hast nix. Du bist das gleiche Viech. Oh, Experte. Oh, das wird aber sehr schwer für mich, glaube ich. Erledigt. Ja. Zwergenöl. Zwergenpolzen. Wir sollten uns, glaube ich, wirklich mal eine Armbrust holen. Ich glaube, so langsam ist es an der Zeit, dass wir uns mal eine Armbrust zulegen könnten. Aber erst dann, wenn wir hier durch sind. Und mit durch meine ich, wenn wir die Magiergilde abgeschlossen haben. Dann überlege ich mir mal, eine Armbrust zuzulegen. Wenn ich es nicht vergessen sollte. Ich kann auf jeden Fall nichts versprechen, liebe Leute. Ciao, Ross. Ja. Okay. Mondsteinerzader wieder. Ich werde auch die abbauen. So viele waren das jetzt bisher noch nicht. Dass es übertrieben wäre. Und vor allem, das ist das erste Erz in dieser Folge. Die anderen beiden waren in der letzten Folge, wie mir gerade so einfällt. Daher sollte das alles überhaupt gar kein Thema sein, dass ich das jetzt hier abbaue. So, und das war's auch schon. Ne? Von daher, da brauchen wir dann sowieso keine Gedanken machen. Es dauert ja auch immerhin nicht lang. Ist hier Erz? Siehst du, hier lag noch nicht mal was. Palma, hallo! In den Rücken. Da ist noch ein weiterer Gegner. Ein Chaurus. Komm, du willst ja hier hinkommen, oder? Wollt
hättest nicht hier hinkommen, aber ich habe dich trotzdem erwischt. Freunde, ihr habt's gesehen. Mondsteinerz. Viel ist es nicht, immer noch nicht, auch wenn es jetzt das zweite Mal jetzt in dieser Folge ist. Es tut mir sehr leid. Aber ich brauche das bestimmt alles später noch. Wofür, weiß ich nicht, aber ich werde das alles brauchen. Das Mondsteinerz brauchst du bestimmt auch was für... Brauchst du bestimmt auch was für das Haus, was wir uns eigentlich noch aufbauen wollen. Ich weiß nicht, ob ich mal eine ganze Folge zu mache, wie wir nur an dem Haus rumwerkeln. Ich weiß nicht, ob das vielleicht uninteressant wäre. Ich finde es ganz witzig eigentlich. Das Spiel, das ist ja ein Add-on. Ja. Au! Hearthfire heißt das, glaube ich. Wo es dann ab dem Add-on die Möglichkeit gab, Häuser zu bauen. Selber zu bauen und nicht nur zu kaufen. Und da müssen wir ja einiges an Materialien besitzen. Wie zum Beispiel müssen wir uns auch noch Holz holen dafür. Oh, Hallöchen. Ja, wenn der schon so bereitwillig da rumsteht. Schleicher! Hast genug geschlichen, finde ich. Stab der Blitze. Wie viel wiege ich? 276. Könnte sich gerade so ausgehen, wenn ich Glück habe. Aber auch nur, wenn nichts Schweres noch dazukommt. So. Zur Not muss ich halt wieder ein bisschen was wegschmeißen, dann ist es halt eben so. Aber das auch dann immer erst, wenn uns keine andere Möglichkeit bleibt. Ha! Schimmerpilze habe ich in letzter Zeit weniger, glaube ich, gefunden. Schauroseier findet man immer mal wieder zwischendurch. Auch oftmals irgendwelche Magier-Lehrlinge oder so dabei. Bewegt sich aber noch was. Hier oben. Das genau gehört. Da hinten auf jeden Fall einen Fall machen. Das andere ist scheinbar doch nicht. Oder es hat es einfach nur nicht mitgekriegt, dass hier hinter ihm oder ihr oder wem auch immer ein Pfeil mehr gerade tot umgefallen ist. Aber die alten Nordpfeile, die kriegt man ganz gut wieder, habe ich so das Gefühl. Also kriegst du ja wirklich tatsächlich bei fast jedem Schuss eine Pfeile wieder. Oh, das war wieder so. So. Sehr schön. Der beschuss seine kompletten Pfeile zurück. Einfacher goldener Ring. Oh, hier liegt ein Skelett. Ein lebendes Skelett. Würde ich auch normalerweise angreifen. Ist das jemand Zwerg gewesen? You never know. Mondsteinerz, Leute. Es tut mir doch leid. Ich weiß, dass es sowas von uninteressant ist, wenn ich hier jetzt Erz abbaue. Aber es geht doch schnell, ihr wisst es doch. Oh. So. Da geht's lang und da geht's lang. Oh, das ist eine. Tschüss.
zugeschlossene Tür, eine eigentlich zugeschlossene Tür. Ah, hier ist eine Truhe, die man noch aufschließen muss. Sehr schön. Hat sich gelohnt, finde ich. Aber gut. Wann werden wir das alles mal verbrauchen, / verkaufen, was wir hier finden? Wie gesagt, wenn etwas einen größeren Wert hat, nehme ich es mit. Werde es dann irgendwann mal gegebenenfalls verticken. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man sowas auch, wenn man jetzt solche goldenen Ringe oder sowas hat, ob man die auch einschmelzen kann, das für Goldbarren oder so. Du Lutscherfalmer. Da ist noch einer hier oben. Aber will sich nicht zeigen. Hier unten. Ich weiß es nicht, Freunde. Irgendwo da ist noch einer. Vielleicht ist es aber auch ein Chaos. Oder wie auch immer man diese Viecher nennt. Wo geht es weiter? Hier? Wahrscheinlich. Ich erstmal nach hier hinten und gucke. Oh, ist der andere runtergefallen? Ich habe das Gold vergessen mitzunehmen. Ist sowas aber passiert. Na, gucken wir erstmal da hinten. Nee. Fallenauslöser. Experte. Bin ja nicht blöde. Sehr gut. Das ist die Ritter. Mein Gott, habe ich jetzt schon Schrecken gekriegt. Alter Nordfall. Noch ein alter Nordfall. Und hier steht auch noch ein alter Nordfall. Na gut, 994. Wunderprächtig. Wirklich wunderprächtig. Habe ich denn jetzt eigentlich eine verbesserte Schießkunst auf 80? Immer noch nicht. So ein Mist aber auch. Das jetzt endlich mal ausrüsten, dann würde ich noch mehr Schaden machen. Aber dazu komme ich bestimmt noch. Aidrom. Palma, hallöle. Ja, ich weiß, dieser Spruch wird so langsam langweilig. Aber ich finde ihn immer wieder witzig. So, Hirstkampf. Schön, hast du alles dabei, hattest du Pfeilen. Kann ich nur sagen. Supi. Geht einfach sterben, Leute. Sonst wären doch da oben. Warum kommt jetzt?
jetzt die Musik, dass ich das Verlies geschafft habe. Ist doch noch einer. Ja, ich bringe ihn nochmal. Da war doch einer. Da hoch muss ich. Okay. Fokuskristall. Ah, den werde ich bestimmt brauchen. Diesen Fokuskristall. Für irgendwas. Weil sonst ist mir das relativ unbekannt, dieser Fokuskristall. Den findet man sonst eigentlich nicht, glaube ich. Türmeister. Na? Meistertüre ist wohl zu schwer für mich. LOL. Und noch ein bisschen Mondsteinerz, Freunde. Ach ja, herrlich. Was können wir noch hier drin finden? Oh, makelloser Granatstein. Sehr schön. Ich meine, und noch ein Rubin. Das hat sich doch mal wirklich gelohnt. Nein, was können wir hier drinnen... was können wir hier drinnen noch finden? Hier oben nichts. Hier drinnen. Oh, Drosselei. Vogel. Drosselei. Und da unten? Was gibt's da unten? Weil da oben geht's weiter. Wie viel wiegen wir? 298, das ist gut. Das ist noch nicht zu viel. Oh, hier liegt noch mal einer vom Sydney. Von der Synode. Von den Fallmähren getötet. Was gibt es hier unten? Nix. Gibt es hier unten echt nichts? Nur hier zu augenblicklich. Ist hier erst was, wenn hier eine Quest ist? Für... Nix. Warum ist hier nix? Freunde. Warum ist hier nix? Okay, mit der Sphäre packen sie es anscheinend. Sphärenwächter! Okay. Das war keine einfache Sphäre. Ein Sphärenwächter. Also wahrscheinlich die nächst höhere Form. Das Viech war zu heftig. Okay. Plündern wir mal hier. Liegt nichts mehr. Ruhe. Schlüssel zum Observatorium. Das hätten wir wahrscheinlich nie gebraucht, oder? Ist er sonst verschlossen? Oder so. Naja, mehr war da nicht. Na gut. Dann wird wahrscheinlich oben die Tür, die wir vorhin schon gesehen haben, ganz da hinten oben, verschlossen sein. Und die... Entweder können wir sie sonst gar nicht öffnen, wovon ich aber mal nicht ausgehe, oder nur... Oder es ist ein Experten- oder Meisterschloss. Und es wäre dann halt dementsprechend schwer, diese Tür dann halt zu öffnen. Was liegt denn da noch? Das ist nur eine Vase. Die Vase interessiert mich nicht. Wollen wir mal gucken. Schlüssel erforderlich. Man hätte so oder so darunter gehen müssen. Alles klar. Oh, nochmal ein Fall mehr. Gavros, seid ihr das? Nein. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Lasst mich die Tür öffnen. Mhm. Was tut ihr hier? Was habt ihr mit Gavros gemacht? Euer Freund Gavros ist tot. Es waren die Fallmer, nicht wahr? Verflucht sollen sie sein! Sie haben alles ruiniert! Wenn Gavros fort ist, gibt es keine Hoffnung mehr. Er hätte
hätte eigentlich mit dem Kristall zurückkommen sollen. Ohne ihn war unsere ganze Arbeit umsonst. Und ihr auch. Wenn ihr hier nach Schätzen, Weisheit oder Ähnlichem sucht, habt ihr leider eure Zeit vergeudet. Was hat es mit dem Kristall auf sich? Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert. Ich wollte es Gavros erklären, aber er wollte nicht auf mich hören. Nein, es wird nicht zu kalt, sagte er nur. Aber natürlich hatte ich am Ende recht. Als wir hier eintrafen, war alles ganz falsch eingestellt. Verformt durch die Kälte. Gavros musste alles nach Sirodiil zurückschaffen. Hat den Rest von uns einfach hier zurückgelassen, um die verdammten Falmer abzuwehren. Ich habe zufällig den Fokuskristall gefunden. Ist es das, wonach ihr gesucht habt? Ihr habt ihn gefunden. Aber wie um alles in der Welt? Das ist er. Das ist er. Ich weiß ja nicht, wer ihr seid, aber ihr habt möglicherweise gerade dieses kleine Projekt gerettet. Wer seid ihr überhaupt? Ich gehöre zur Akademie von Winterfeste. Was ihr nicht sagt. Savos wollte uns nicht einmal eine Audienz gewähren, als wir zu euch kamen. Und nun kreuzt ihr hier auf und erwartet euch etwas von mir? Das gefällt mir ganz und gar nicht, wisst ihr? Aber ihr habt mir die Haut gerettet, also kann ich vielleicht über die Vergangenheit hinwegsehen. Mhm. Kommt, ich erkläre es euch unterwegs. Was immer Gavros auch gesagt haben mag, ich hatte die Idee zuerst. Der Rat wird nach meiner Rückkehr davon erfahren. Es war meine Idee, dieses Ukola zu verwenden. Ich weiß nicht mehr, wie die Zwerge es nannten. Etwas Unaussprechliches, so viel steht fest. Aufgrund unserer Nachforschungen glauben wir, dass sie darauf aus waren, die Natur des Göttlichen zu entschlüsseln. Ihre gesamte Maschinerie war mit dem Ziel erschaffen worden, das Sternenlicht zu sammeln, um es dann... Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Um es irgendwie zu spalten? Es war meine Idee, eines der Hauptelemente durch unseren Fokuskristall zu ersetzen. Dazu musste ich über viele Monate unzählige Verzauberungen anwenden. Wollen wir nur hoffen, dass diesmal alles stimmt. Komm mal mit. Ich weiß ja, wo wir hin müssen. Ah ja, er rennt mit mir sogar. Ich vorlaufe. Der fertig geredet hat. So. Jetzt, wie immer, Zauberbuch Flammen, Zauberbuch Frostbiss. Also, es muss was mit Flammen und Kälte zu tun haben. Ja, dann komm doch jetzt hierbei. Komm doch mit. Dann willst du hier stehen bleiben. Hier, wundervoll, nicht wahr? Es war eine Heidenarbeit, das wieder zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, die Plackerei zahlt sich noch. Ach, Quatsch. Magie. Frostbiss, das brauche ich noch bei F. Und dann habe ich nämlich Flammen da und das da. Hinpacken? Hier oben. Ah. Okay. So, und jetzt muss ich irgendwas machen hier von wegen. Was macht das? Okay, das macht das. Auf was muss ich das hier wirken? Weit, Freunde. Das ist was. Ja, noch weiter? So, zack, 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 zack. Ja, perfekt. So geht es. Gut, dass ich mir das gemerkt habe, wie das funktioniert.
Okay, hier braucht er ein bisschen länger. Diese Resultate sind ganz anders, als sie sein sollten. Diese Projektion sollte erleuchtet sein wie der Nachthimmel. Irgendetwas verursacht eine beträchtliche Störung. Irgendetwas in Winterfeste, wie es scheint. Was für ein Spiel treibt ihr da? Ist das etwa ein Versuch, meine Arbeit zu behindern? Nein. Also, was ist? Was habt ihr getan? Wusstet ihr, was wir zu erreichen versuchten? Seid ihr hier, um sicherzustellen, dass euer Plan aufgegangen ist? Dass eure Anstrengungen nicht umsonst waren? Nun, erklärt euch. Ihr solltet euch besser beruhigen. Ihr und eure Akademie haben Jahre meiner Arbeit zerstört. Ich habe Freunde und Kollegen an die Falmer verloren. Ihr wollt, dass ich mich beruhige? Ja. Wie habt ihr es gemacht? Ich habe wirklich nichts getan, das schwöre ich euch, ja? Ihr müsst aber irgendetwas tun. Es gibt keine andere Erklärung. Ihr habt da etwas in eurer Akademie, nicht wahr? Etwas unglaublich Mächtiges. Etwas, das alles übersteigt, was ich jemals erwartet hätte. Was ist es? Ja, das werde ich nicht beantworten. Das geht dem nichts an. Dann habt ihr also etwas gefunden. Ob es nun beabsichtigt war oder nicht, es verspricht einige interessante Resultate. Wovon redet ihr? Ihr sucht etwas, nicht wahr? Den Stab des Magnus. Woher weiß er das jetzt? Aber selbst wenn ihr versucht, meine Arbeit zunichte zu machen, können wir hier immer noch etwas lernen. Ich kann euch nicht alles erklären. Dadurch würde ich viele der Geheimnisse verraten, die die Synode über die Jahre hin zusammengetragen hat. Ich bezweifle außerdem, dass ihr alles bis ins Detail begreifen würdet. Ja, ja, komm, mach eine. Habt ihr jemals das Planetarium in der Kaiserstadt gesehen? Das diente als Inspiration für diese Idee. Manchmal zu projizieren. Projizieren ganz kampfgelten. Nutzen dann die latenten Energien zur Überlagerung von. Ihr müsst nur wissen, dass das Ziel der ganzen Arbeit war, und zwar großer magischer Macht zu offenbaren. Natürlich zum Schutz des Kaiserreichs. Doch wurden uns am Ende nur zwei Orte offenbart. Und einer davon ist eure Akademie. Der andere Ort? Nun, es kann sich nur um Labyrinthion handeln. So, so, Magier von Winterfeste. Wie es scheint, habe ich eure Absichten durchschaut. Selbst wenn all eure Worte Lügen waren, weiß ich, dass ihr in Winterfeste etwas habt, das den Rat der Synode sehr interessieren wird. Also schön, tretet auf der Suche nach eurem Stab den langen Weg nach Labyrinthion an. Ich hingegen werde nach Cyrodiil zurückkehren und dem Rat meinen vollständigen Bericht unterbreiten. Mach das! Diese Sache ist noch nicht vorbei. Das kann ich euch versichern. Ihr seid schon viel zu lange hier. Ihr seid verrückt. Bin ich das? Bin ich das? Ich glaube eher, ich habe hier mehr entdeckt. Ihr werdet mich mit euren Schwindeleien nicht verwirren. Ihr habt, weshalb ihr gekommen seid, nicht wahr? Dann geht wieder zu eurer Akademie zurück. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ja, ja, komm. Er hätte sonst alles zunichte gemacht, der gute Paratus. Aber
sein sollen, wollen, können. Direkt hier drauf. Gut, tschüss. Vulkanglasbruch. Wie komme ich denn jetzt wieder hier raus, liebe Freunde? Wahrscheinlich hier. Psijik. Bislang habt ihr euch gut geschlagen, doch es stehen schwere Zeiten bevor. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr sofort in die Akademie zurückkehrt. Ihr werdet aufgefordert werden, schnell zu handeln. Stellt euch der Herausforderung und findet heraus, wozu ihr fähig seid. Ihr seid auf dem richtigen Weg und ihr werdet Erfolg haben. Na gut. Ja, ja, ich hätte woanders hergesollt. Ja, ja, bla bla. Ich glaube genau hier raus. Weil ich jetzt nämlich Savus Aran Bericht erstatte. Ich muss diesen verrückten alten Mann vorhin töten. Es blieb mir gar nichts anderes übrig. Er hätte sonst alles hier zunichte gemacht, wofür die Akademie hier so hart kämpft. Nur weil sie meinen, sie wären besser als wir. Ja? Deswegen habe ich das getan. Was ist das? Ich weiß nicht. Es ist wie ein Ich weiß nicht, was er macht, aber damit kommt er nicht davon. Ich weiß, wo der Stab des Magnus ist. Ausgezeichnet. Ich würde vorschlagen, ihn sofort zu holen. Aber okay. Momentan haben wir Wichtigeres zu tun. Ancano hat sich irgendwie in der Halle eingesperrt. Er hat etwas vor und ich beabsichtige, es zu verhindern. Helft ihr uns hierbei? Wir geben alles, was wir haben. Mir ist egal, was das ist. Ich will, dass es beseitigt wird. Ich will wissen, was er da drin macht. Ist mit euch alles in Ordnung? Könnt ihr laufen? Ich brauche euch. Wir sind in Schwierigkeiten. Mir geht es gut. Ancano macht etwas mit diesem Ding, dem Auge. Wir können ihn nicht aufhalten. Ich habe Savos seit der Explosion nicht mehr gesehen. Vielleicht wurde er davon erfasst und ist verletzt. Ihr müsst den Erzmagier finden, und zwar rasch. Macht euch auf den Weg. Wo ist der Erzmagier? Erzmagier, hallo. Wo ist er denn? Wie? Ist weg. Komplett weg. Oh nein. Das getan hat. Was ist geschehen? Ist mit euch alles in Ordnung? Ja, ja. Was ist hier drin geschehen? Es ist Ancano. Er hat etwas mit dem Auge angestellt. Bei den Neuen. Ist er dafür verantwortlich? Ja. Der Erzmagier tot? Ja. Da ist doch mehr. Scheinbar. Es ist etwas mit Winterfeste geschehen. Sicher hängt es mit dem zusammen, was Ancano getan hat. Ihr müsst dorthin gehen und euch vergewissern. Rasch jetzt, rasch. Ja, ja, ja. Ich suche Mirabelle. Wir werden sie gerne durchsuchen. Tretet bitte alle zurück. Ihr könnt mich sehen? Verflixt. Natürlich kann ich war mir ziemlich sicher, dass ich unsichtbar bin. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Bücher. Ich hätte gerne. Nee. Nee, Beschwörung. Bitte vergewissert euch, dass Winterfeste sicher ist. Der Erzmagier ist. Das sind Lügen. Alles Lügen. Ja. Faralda. Was ich für ein Problem. Sie fühlt sich. Ja, keine Ahnung. Aber sie wird mich. Sie versucht, mein Selbstvertrauen zu untergraben und mich in Selbstzweifel zu stürzen. Und
Das Beschwören von Untoten ist außerhalb der Akademie noch weniger ratsam. Das habt ihr zu verkaufen. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Bücher. Och Mann, ich möchte bitte. Och Mann, ich möchte, dass ich den Zauber kann. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Was oh nein, Savosaren. Naja, wie dem auch sei. Savosaren ist tot. Und wir müssen jetzt irgendwie die Akademie retten. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.